Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier in Beer Factory. Ja Leute, ich war nochmal tätig und habe natürlich wie versprochen auch gekauft. Ich habe nochmal ein bisschen Malz besorgt, denn das war tatsächlich im Angebot und zwar zu, ich glaube 40% sogar, habe ich gedacht, da muss ich nochmal ein bisschen zuschlagen, da habe ich mal noch, ja was heißt zuschlagen, ne? Ich habe mal noch 6 Paletten besorgt, habe dann jetzt insgesamt nochmal 22 Paletten hier an Flaschen geordert. Also ich glaube, damit können wir auf jeden Fall erstmal was anfangen. Ziel ist natürlich ganz logisch, dass wenn wir hier die große Produktion starten, dass hier müssen mindestens 2 Lagen sein, am besten tatsächlich sogar 3 Lagen. Also das wird auf jeden Fall ein großes Späßchen. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Wir werden jetzt auf jeden Fall in dieser Folge das gute sächsische Bier einmal natürlich produzieren, beziehungsweise abfüllen. Produziert ist es ja schon. Und dann gucken wir mal, wie viel Zeit wir noch haben, ob ich dann direkt schon mal eine neue noch starten werde. Auf jeden Fall muss jetzt hier erstmal das gute sächsische Bier hier ran. Das ist jetzt erstmal Prio 1, denn da brauchen wir jetzt erstmal Knete. Ich habe hier ein kleines Problem, Freunde. Ich komme hier nicht mehr durch. Scheiße, das war natürlich ein bisschen blöd. Bedeutet, ich muss mal ganz kurz hier noch 2 Paletten umsetzen. Sonst habe ich da hier keine Gewalt mehr darüber. Das bedeutet natürlich, wir müssen hier mal ganz kurz, zumindest Sekunde, die Palette noch einmal ganz kurz umsetzen. Ja, die setze ich einfach hier hinten hin. Das ist ja jetzt kein Problem. Und natürlich einmal die hier. Sonst komme ich da einfach nicht mehr drumherum. Ne? Das bringt ja dann auch nichts. Haben wir ja auch alle nichts dann davon. Wenn das Ganze hier nicht dem entspricht und das nachher hier nicht seinen Werdegang hat. Hier können wir noch ein bisschen rüber. Wunderbar. Ja, bin so ein bisschen perfektionistisch veranlagt. Wisst ihr ja, kennt ihr ja mittlerweile. Ich glaube, ich bringe die sicherheitshalber, nicht, dass die Jungs hier nachher irgendwelche Probleme haben, auch noch hier hinter. So. Und die da. Ja, komm, egal. Die packen wir auch noch hier hinten drauf. Das war noch die eine angefangene nachher, die wir hatten. So, dann sollte das doch hier erstmal passen. So, das läuft. So, jetzt können die Jungs hier auf jeden Fall dann starten, ne? Also, das heißt, hier einmal das Ganze wieder die Produktion anschalten. Und Leute, das ist schon ein geiles Bild, ne? Also, wenn ich mal so überlege, das ist schon ein nices Bild. Wenn das hier natürlich ja hier dreilagig ist, dann ist das Bild noch nicer. So, jetzt gucken wir mal hier. Wir machen natürlich mal Stopp. Das sächsische starten wir. Dann kann das hier direkt losgehen. Jungs, ihr könnt direkt hier die Flaschen wieder transportieren. Also schön in eine Tasten kloppen, ne? Attacke, Abfahrt. Und wir kümmern uns zum einen natürlich hier ein bisschen ums Wegfahren. Und gucken auch dann mal gleich. Oh, jetzt ist natürlich ein Problem. Kann ich denn überhaupt noch, habe ich noch genug Geld, um Wasser zu ordern? Oh, 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 oh. Gucken wir mal, was kostet der Spaß? Oh, so einmal voll machen, Leute. Das kostet schon hier 1400. Okay. Ist kein Problem, ne? Können wir halt da jetzt nicht parallel. Müssen wir dann, oder muss ich erstmal hier das ganze Bier hier einmal wegpacken. Jetzt ist meine Frage, kriegt er, ne, da kommt nicht da drauf. Das ist hier natürlich ein Problem. Das ist hier echt eine Katastrophe, Leute. Falls ihr mir schon in die Kommentare geschrieben habt, wieso das so ist, ne? Ich habe die 2 Folgen jetzt natürlich mal wieder hintereinander aufgenommen. Deswegen kann ich da, oder weiß ich das jetzt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Also seht es mir auf jeden Fall nach, warum das jetzt hier so der Fall ist, ne? Also habt Erbarmen mit mir, habt Erbarmen. Gut, 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 gut. Ich überlege tatsächlich, ob ich hingehe und euch das Ganze hier mal so in ein bisschen längeren Zeitraffer mache, damit ihr mal seht hier, wie das Ganze hier so vonstatten geht, auch mal so ein bisschen mit Musik, ne? Ja, ich würde sagen, Freunde, das machen wir einfach. Dann habt ihr jetzt erstmal hier so ein bisschen Musik auf die Ohren. Und das Ganze hier geht natürlich dann dementsprechend auch ein bisschen schneller für euch. Ja,
Ganz kurze kleine Info nochmal, by the way. Kann natürlich sein, dass dann diese Folge hier jetzt leider ein bisschen kürzer wird, aber das sollte ja dann kein Problem sein. Wir wollen ja dann später hier auch ein bisschen besser und geiler durchstarten, ne? Ja, Leute, und ihr seht es, ich habe hier einfach auch keine Geduld bei dem ganzen Spaß hier. Ne? Das dauert mir einfach alles viel zu lang hier. So Leute, was ist das denn jetzt hier schon wieder für ein Quatsch? Jetzt sind da schon wieder zwei, die da nicht drauf passen. Was ist das denn für ein Müll? Das kann doch irgendwie nicht wahr sein. Ja, jetzt passt die da drauf. Okay, interessant. Und die da? Die passt auch da drauf. Wieso? Hä, ich verstehe das System nicht. Das ist mir wirklich ein Rätsel, Freunde. Das ist mir wirklich ein Rätsel. Wieso ist das denn so? Das ist echt komisch. Also... kein Plan. Das ist wirklich absolut absurd. Weiß auch nicht, wie ich das handhaben soll. Ne? Das ist für mich echt ein ganz komisches Ding. Aber nun gut, ne? Wir können es jetzt erstmal nicht ändern. Egal. Wir kommen jetzt hier auf jeden Fall von einem zum anderen. Das heißt, jetzt müssen wir erstmal die ganzen Paletten wieder verladen und erstmal wieder ein bisschen Kohle machen. Das machen wir jetzt als allererstes. Das bedeutet, wir gehen einmal in den globalen Markt und bestellen uns natürlich wieder mal ein LKW. Dann verkaufen wir den ganzen Spaß und danach ja, müssen wir dann erstmal eine Runde shoppen gehen. Da brauchen wir erstmal wieder noch ein paar neue Flaschen. Die können wir dann auch direkt danach wieder platzieren, damit wir da wieder gut Reserve haben. Und dann würde ich sagen, ja, müssen wir mal gucken, ob wir dann schon die nächste Brauaktion starten. Auf jeden Fall müssen wir dann Wasser ordern. Wasser brauchen wir auf jeden Fall.
Freunde. Da haben wir es mal wieder. Der LKW, naja, ich sage jetzt zwar nicht, dass er voll ist, aber es ist zumindest, beladen. Ja? Okay, dann gucken wir mal, was wir für den Spaß hier bekommen. Und dann gucken wir mal vor allen Dingen rein. Hä? Da sind noch 6 Liter Köhlerschebräu dabei gewesen. Und wieso haben wir nur 410 Liter sächsisches Bier? Hä? Leute, das ist doch irgendwie hier ein bisschen komisch, oder? Das ist doch irgendwie ein bisschen komisch. Okay, da hinten stehen noch ein paar Flaschen. Und hier... Warte, ganz kurz mal. Oh, jetzt ist es leer. Super, ganz toll. Hier... Ja, hier sind 0 auf jeden Fall. Ah, das ist hier echt ein bisschen komisch, Leute, ne? Jetzt stehen hier noch 2 Flaschen rum. Eben war noch ein Liter da drinne. Also irgendwas ist doch hier faul an der ganzen Misere. Also das kann doch irgendwie nicht wahr sein. Hallo, möchtest du da drauf oder wie ist das hier? Dann halt da nicht drauf, dann halt da drauf. Ey, hallo? So, jetzt. Ja, irgendwie ist das komisch. Also, ich verstehe das jetzt auch nicht so ganz. Was da jetzt irgendwie das Problem ist. Ne, Moment, nochmal, die können wir ja schon mal hier hinstellen. So, für die Zukunft. Zack. Okay, naja, no matter what. Ich würde sagen, wir verkaufen das Ganze. Das waren irgendwie 7.200 und ein bisschen. Mal gucken, was uns diesmal abgezogen wird. Hallo? Wie jetzt? Bitte was? Okay, Leute, wir haben ein Problem. Was war denn das bitte jetzt? Das waren gerade 7.000 für die Füße. Einfach weg. Leute, das... Also, irgendwas ist doch hier faul, oder? Also, das kann doch irgendwie nicht wahr sein. Wieso ist denn jetzt das ganze Geld, alles, was wir hier gerade abgefüllt haben, ist einfach weg? Ey, Leute. Ey, seid mir nicht böse, ne? Aber das ist wirklich eine Schweinerei. Also, da kann mir jetzt einer erzählen, was er will, aber irgendwas ist hier grundlos faul. Das kann doch nicht wahr sein. Wir haben das hier gerade verkauft und tschüss und was soll das? Wieso? Nee. Leute, irgendwas ist hier nicht richtig. Das kann irgendwie absolut nicht wahr sein. Also, ich verstehe das Prinzip jetzt echt nicht. Keine Ahnung, falls ihr das wisst, schreibt es mir auf jeden Fall mal in die Kommentare. Ich bin gerade richtig frustriert, ich bin gerade echt sauer, denn das war hier gerade absolut echt viel Arbeit für nix, Leute, für nix. Unser Konto hat sich null geändert. What the hell? Ey, Leute, also ich weiß nicht, was ich dazu jetzt sagen soll. Ich bin gerade wirklich absolut frustriert. Weiß nicht, was ich da jetzt sagen soll. Vor allen Dingen, wir können jetzt auch gar kein Wasser kaufen, so wirklich, ne? Also, was sollen wir dann jetzt hier kaufen an Wasser? Also, kann hier, keine Ahnung, die Mitarbeiter müssen auch noch bezahlt werden. Kann jetzt hier 1926 Liter kaufen, dann haben wir noch ein paar Euronen übrig. Aber ist mir auch nachher zu Yoga. Hier, zack, 1800. Ich weiß nicht, was das soll, ne? Das ist mir jetzt gerade echt ein Rätsel. Boah, Leute, ich bin gerade echt abgefuckt. Also, seid mir nicht böse, ich bin gerade echt übelst abgefuckt. Weiß nicht, was ich dazu jetzt sagen soll. Das ist wirklich absolut bodenlos. Jetzt bin ich mal gespannt, ob hier der Kollege mit seinem LKW hier um die Ecke kommt oder ob das auch wieder ein Problem gibt. Auf jeden Fall, wir sind broke, Leute, wir sind broke. 60 Dollar, ja. Kann ich mir gleich noch einen Kaffee ziehen und die Mitarbeiter bezahlen und dann ist hier Feierabend, Leute. Dann sind wir... Bin ich pleite. Bin ich absolut pleite. Ja, kann mir zwar wieder in 2 Investoren holen, aber dann habe ich ja auch wieder nichts dran gewonnen, ne? Ich könnte zwar wieder Malz verkaufen, dann haben wir wieder ein bisschen Kohle. Also das wäre jetzt kein Problem, aber es kann doch nicht sein, dass mir hier das ganze Geld abgezogen wird. Also irgendwie ist doch hier wie Ebbes faul. Also das kann nicht sein, dass... Nee, das kann irgendwie einfach nicht sein.
wäre irgendwie falsch. Ich weiß es auch nicht. Ja, Leute. I don't know. Mach jetzt erstmal hier das Wasser wieder rein. Ja, ja. Mach den Kopf zu. Das kommt schon gleich. Immer mit Ruhe. Mann, 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 Mann. Macht der hier auch noch Stress, ey? Krieg ich keinen Föhn da. Alter Vater, ey. Meine Güte, ey. Ja, Leute, ich weiß jetzt nicht, was ich hier sagen soll. Ne? Das ist mir hier gerade, wie gesagt, ein Rätsel. Wir können jetzt gleich nochmal die Brauerei anhauen. Das machen wir dann auch. Und dann müssen, ich weiß nicht, wie das hier funktionieren soll. Wie soll ich hier wieder ins Grüne kommen? Bin gerade wirklich überfragt. Also, ja. Müsst ihr mir vielleicht mal helfen, wie das hier jetzt weitergehen soll. Warte jetzt erstmal hier, bis das Wasser vollgelaufen ist, Leute. Und dann starten wir mal noch eine Produktion. So, Leute, ich habe mich zumindest mal gerade ein ganz klein bisschen wieder abgeregt. Aber, ey, das ist wirklich bodenlos. Also, ich verstehe das auch nicht. Also, seht es mir hoffentlich auch nach. Also, ich bin da wirklich einfach frustriert, ne? Das ist wirklich eine Katastrophe. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, ihr habt eine Idee. Könnt mir da auf jeden Fall weiterhelfen. Wir starten auf jeden Fall jetzt noch eine Produktion. Wir haben jetzt noch 1805, warum auch immer. Wir haben 1806 bestellt. Auch das ist wieder a bit of a bummer. I don't know. Okay, egal. Wir starten. Wir machen nochmal eine Runde Dragon Malt. Wobei, wir können auch 60. Ja, ist egal. Wir machen noch eine Runde Dragon Malt. Gucken, wie viel können wir machen. Ja, 1800 sind dann tatsächlich nochmal 450 Liter. Da gehen wir nochmal rein. Der Tank soll nochmal gefüllt werden, das ist gut. Und dann, ja, würde ich sagen, machen wir hier noch eine Runde Schrot, beziehungsweise lassen die Jungs noch eine Runde Schrot hier ballern. Und ja, ich würde sagen, ich nehme mir mal noch einen Kaffee, gehe mal runter, guck mal, ob das alles passt. Schau mal ganz kurz nach. Ja, mit unseren $79, Freunde, werden wir auf jeden Fall nicht mehr so weit kommen. Das wird auf jeden Fall ein bisschen ein kleines Problem werden. Naja. Wir haben hier auf jeden Fall noch also Hefe haben wir auf jeden Fall noch genug da. Das ist kein Problem. Wie gesagt, hier ist auch noch eine Kiste und vorne ist auch noch eine Kiste. Können wir mal ein bisschen auf die Seite räumen tatsächlich. Noch ganz fix. Die Jungs müssen jetzt hier erstmal jede Menge Malz reinpacken. Ja, auf geht's. Malz, komm. Wir brauchen Malz da drin, mein Lieber. Wo ist der andere Kollege? Ist der jetzt hochgelaufen, oder was? Hä? Der verrückt? Anscheinend. Wieso geht der da hin rum? Kollege, hier unten ist auch Malz. Ja, der bringt noch einen Kasten Hefe. Wieso holst du noch einen Kasten Hefe? Bist du noch ganz frisch in der Birne, Alter? Wir brauchen Malz, Leute. Malz muss da rein. Malz. Gutes Malz. Ja. Okay, Jungs und Mädels. Dann würde ich sagen, lassen wir die Jungs schaffen. Ich hoffe trotzdem, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst mir natürlich wieder sehr gerne ein Däumchen da. Vergesst nicht das kostenlose Abo und aktiviert die Glocke. Und nochmal ein Aufruf natürlich. Schreibt mir gerne eure Rezepte mit Namen und Bild nochmal im Discord. Und dann würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Und falls ihr natürlich eine Idee habt, was das soll mit dem Abzug vom Geld, wie das zustande kommen kann. Ich verstehe es nämlich nicht. Auch wenn mir geschrieben worden ist, dass da was abgezogen wird aufgrund von irgendwie dem, was dort an Angebot ist, wo man einen Bonus bekommt. Aber das kann ja irgendwie auch nicht so ganz richtig sein, weil das lief jetzt hier ja einfach irgendwie gar nicht, ne? Naja, gut, Leute. Auf jeden Fall wünsche ich euch einen super schönen Tag. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, Kakao.